Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, um was geht es zu so später Stunde? Es geht um Augenhöhe. Es geht um Augenhöhe. Wir Linke haben einen Antrag vorgelegt, der mehr Augenhöhe schaffen soll zwischen Ihnen als Kleinanleger und den großen Unternehmen der Finanzbranche. Uns ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher vor finanziellen Verlusten bei ihrer Geldanlage insbesondere dann geschützt werden, wenn Anbieter unseriös oder gar betrügerisch handeln. Und gerade im Bereich des grauen Kapitalmarkts, das ist immer noch so weitestgehend unregulierter Markt, gibt es einen unübersichtlichen Wust von Anlegermodellen, die stetig erweitert werden. Und für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihr Geld anlegen, nicht zuletzt um beispielsweise was für die Altersvorsorge zu tun und die dann auch manchmal in risikoreiche Anlageform getrieben werden, führen illusorische Gewinnversprechen oder Schneeballsysteme jährlich zu hohen finanziellen Verlusten. Nun wurde ja in dieser Wahlperiode, und das möchten wir auch anerkennen, bereits mit dem Kleinanlegerschutzgesetz versucht, Anleger in diesem ungleichen Spiel besser zu schützen. Es wurden Prospektpflichten verschärft, es gibt Werbebeschränkungen, die Finanzaufsicht BaFin kann mittels einer sogenannten Produktintervention sogar Finanzpraktiken und Instrumente verbieten. Und das sind alle Fortschritte, die allerdings sich vor allen Dingen auf die Phase der Ausgabe von den Wertpapieren beziehen, also auf den Vertrieb, den laufenden Handel der Finanzinstrumente. Und wir möchten mit dem Antrag den kollektiven Verbraucherschutz stärken. Und dazu bedarf es vor allen Dingen nur einer ganz kleinen Erweiterung in den entsprechenden Gesetzen, um die genannte Finanzaufsicht, die BaFin, auch die Anleger zu schützen, nachdem eine Anlagepleite passiert ist. Und damit hier keine Missverständnisse aufkommen, die BaFin soll eben halt nicht einzelne Verbraucherinteressen schützen, sondern die Verbraucher in der Gesamtheit schützen und unterstützen. Und das soll sie eben halt auch tun können und müssen, nachdem so eine Anlagepleite geschehen ist. Und damit sozusagen eine zusätzliche Aufgabe, einen zusätzlichen Auftrag bekommen zur kollektiven Sicherung der Rechtsverfolgung. Das klingt im ersten Augenblick sehr technisch, ist aber im Grunde sehr, sehr einfach. Die BaFin muss dafür sorgen, dass sich die Anbieter nach einer Anlagepleite eben halt nicht aus dem Staus machen können, ihre Tat verdecken können oder sich in so eine Insolvenz gehen können. Denn die Praxis zeigt, dass Anbieter oftmals eine Pleite aussitzen, wohlwissend, dass eben halt im Scheitern von so einem Geldanlagemodell ihnen nichts passiert. Unter anderem auch deswegen, weil viele Verbraucherinnen und Verbraucher schlicht und ergreifend nicht die finanziellen Mittel haben, um einen Fachanwalt zu Rate zu ziehen zu können. Oder sie spielen zum Beispiel auf Verjährung oder sie spielen also darauf, dass man eben vertuscht oder in die Insolvenz geht. Und danach haben die Kleinanleger zum Beispiel nicht die Möglichkeit, Ansprüche geltend zu machen. Kurzum, Pleitemacher haben so gut wie nichts zu befürchten, während die Verbraucher auf den finanziellen Schäden sitzen bleiben. Und das muss sich dringend ändern. Und meine Damen und Herren, wir können das hier auch ändern. Und wie ich gerade dargestellt habe, es geht nur um eine kleine Ergänzung, um die ich ausdrücklich werben will. Die BaFin kann eben halt damit ermöglichen, dass überhaupt Verbraucherinnen überhaupt erst die Gelegenheit haben zur Rechtsdurchsetzung. Und das sollte unser aller Anliegen sein. Und die von uns vorgeschlagene Formulierung und der Antrag wäre ein großer Schritt für den finanziellen Verbraucherschutz. Und wir haben ganz bewusst an dieser Stelle nicht wichtige weitere Schritte mit reingenommen in diesen Antrag, wie zum Beispiel die Möglichkeit der Gruppenklage, die Einführung einer Prüfung für die Geldanlagen aller Art, also sowas wie ein Finanz-TÜV. Denn es wird weiter Anlageskandale geben, die meist Kleinanlegerinnen und Kleinanleger treffen. Und die brauchen von uns mehr Rückendeckung. Und deshalb, weil es eine kleine Gesetzesänderung ist und weil wir schon viel für den Verbraucherschutz getan haben und sie letztendlich die Gelegenheit beim letzten Finanzmarktnovellierungsgesetz verpasst haben, diesen kleine Änderung zu tun, die aber doch sehr viel für die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger bedürftet, mit unseren Anträgen wären Sie weniger auf sich alleine gestellt, und deswegen könnten Sie sich einen Ruck geben und einfach zustimmen. Vielen Dank. Der Kollege Frank Steffen.